Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b der Volksschule 5 Villach-St. Martin, das überregionale SBZ für Hörbeeinträchtigte in Kärnten und das Kärntner Medienzentrum präsentieren den Trickfilm Die Schnecke und der Hase. An einem schönen Sommertag beobachtete ein Hase eine Schnecke, die gemächlich dahinschlich. Er machte sich über ihr Schneckentempo lustig und sagte zu ihr: Jetzt weiß ich, warum du dein Haus mit dir trägst. Du brauchst eine Ewigkeit, bis du ein Ziel erreichst. Die Schnecke erwiderte sehr freundlich: Ich habe keine Eile. Außerdem komme ich immer dorthin, wohin ich will. Der Hase wollte der Schnecke beweisen, dass er aufgrund der flinken Beine der Schnellere sei und forderte sie zu einem Wettrennen auf. Sie willigte ein. Start und Ziel wurde festgesetzt. Das Rennen begann und der Hase rannte in Windeseile los. Bei der Hälfte drehte er sich um und sah die Schnecke langsam dahinkriechen. Die Sonne brannte vom Himmel und er entschloss sich zu einem kleinen Nickerchen. Die Schnecke kroch beim schlafenden Hasen vorbei und war gut gelaunt am Weg Richtung Ziel. Da pfiff ein Vogel und weckte den Hasen auf. Erschrocken sprang er auf und schoss in Richtung Ziel. Da hörte er bereits die Stimme der Schnecke, die rief: Ich bin schon da, ich habe gewonnen. So lernte der Hase die Lektion, dass nicht immer der Schnellere gewinnen muss. Und in Zukunft hielt er sich zurück, jemanden auszulachen und zu bewerten. Yeah.